Hallo Ben, vielen Dank, dass es heute Abend klappt mit deiner Kochschule. Wir wollen den unseren Lesern, unseren Hörern mal ein bisschen zeigen, wie das bei dir ist. Deswegen machen wir heute Abend Hummus. Dafür darfst du später ein bisschen mehr erzählen. Aber ich würde sagen, vorab kannst du uns gerne mal sagen, wer du bist und was hinter deiner Kochschule steckt. Ja, hi, guten Abend. Ja, ich bin der Ben und ich freue mich natürlich auch, dass wir hier zusammen kochen. Und ja, also ich habe hier in Freiburg in der Altstadt eine Kochschule seit gut 10 Jahren und Kochen ist meine große Leidenschaft. Und zurzeit darf ich die über Online-Kochkurse mit euch teilen. Ja, das ist ja wunderbare Lösung in Zeiten von Corona. Was ist dann eine Kochschule? Was macht sie so besonders? Naja, in erster Linie würde ich mal sagen, dass ich das tue, was ich liebe, und zwar kochen Mhm. und mit Menschen zusammen sein. Das finde ich ganz toll. Und dann kaufe ich sehr viel regional ein. Also meine Philosophie ist regional, saisonal, und das Ganze dann kombiniert mit vorwiegend asiatischen oder orientalischen Zutaten. Das Ganze lasse ich ganz gern miteinander verschmelzen. Das finde ich schon, könnte man sagen, ist das Besondere hier. Ja, auf deiner Seite steht ja auch, dass du gern badisch-asiatisch kochst. Das ist ja schon ganz schön spannend. Und auch, dass du eine Zusatzausbildung gemacht hast als Thai-Chef. Willst du darüber noch kurz so sagen? Ja, das war also, Thailand ist meine große Leidenschaft und ja, eben, also in Thailand habe ich 2 Jahre gelebt fast und habe natürlich ganz schön viel aufgenommen von dort. Mhm. Und badisch-asiatisch ist, würde ich mal sagen, meine Erfindung. Also Brägele mit Currypulver, Kartoffelpüree mit Limette oder Kalbsbäckle in Kokosmilch geschmort. Das sind so Sachen, die Klassiker, die man kennt aus der badischen Küche, aus der regionalen Küche, die dann natürlich einfach mit dem asiatischen Kick versetzt werden. Nicht mit Limette, aber mit Zitrone geht es ja heute Abend bei uns weiter. Willst du dazu kurz was sagen, was wir heute Abend anstellen? Ja, wir machen jetzt was ganz Einfaches und Schnelles, was ich super toll finde für die Alltagsküche, was mittlerweile auch ganz viele Leute kennen und lieben. Es gibt aber 1000 Rezepte auch und ich habe einfach ein sehr einfaches Hummus-Rezept kreiert, wo ich sagen kann, das kann jeder zu Hause auf die Schnelle auch mal nachmachen. Und darum geht es ja eigentlich in den Online-Kochkursen, dass man auch jetzt nicht ein Riesenmenü macht, wo man stundenlang in der Küche steht, sondern eher zum Feierabend nach Hause kommt und mal was Schnelles machen möchte. Und deswegen habe ich hier ganz wenige Zutaten vorbereitet für unser Hummus aus eben Kichererbsen und ein paar Gewürze dazu, Zitrone. Ja, und schon ist es fertig. Und dann esst man das mit einem Stück Baguette. Nicht alles, nur eine kleine Menge. Und ich halte mir immer ein paar Kichererbsen auf. Also ich werde nicht alle pürieren, sondern ein paar behalte ich, die ich dann später einfach noch oben drüber streue. Das hat einerseits einen schönen Effekt fürs Auge und zweitens kannst du natürlich dann auch, hast du noch ein bisschen was Knackiges mit dabei. Also das kann ich dir nur empfehlen. Und das wasche ich jetzt einfach unterm kalten Wasser mal ab, dass die ein bisschen abgespült werden. Das kannst du gerne mal machen. Und dann packen wir das, dann lassen wir es abtropfen und packen es in einen Mixbecher hinein. Okay, das habe ich schon vorbereitet. Gebt jetzt auch mal hier rein. Man kann von diesem, wenn man es mag, man kann ein bisschen von diesem Saft auch aufbewahren. Manchmal muss man ein kleines bisschen mehr Flüssigkeit mit dazugeben. Das kann natürlich dann normales Wasser sein, das kann Olivenöl sein. Manche mögen das auch ganz gern, wenn sie diesen Kichererbsensaft dran machen, da der ja einfach schon auch ein bisschen eine Sämigkeit hat. Das ist schon mal gut vorbereitet. Dann würde ich sagen, male ich mal meinen Kreuzkümmel, der Kreuzkümmel, eh geiles Gewürz. Ja, der Mörser ist einer der schönsten Küchengeräte. Da kann man natürlich auch einfach tolle Sachen machen. Da könnte ich jetzt auch meinen Knoblauch zu einem feinen Püree machen, zu einer feinen Paste. Vielleicht, ich weiß nicht, hast du eine Knoblauchpresse oder wie machst du es mit dem Knoblauch? Ja, ich habe tatsächlich eine Knoblauchpresse. Ich nehme mir hier meine Zehe, ich mache die auf mein Schneidebrett und drücke die einmal so platt. Und Okay. dann kann ich ganz einfach die Schale abziehen. Das kann man natürlich auch machen, wenn man es mit der Presse zubereitet. Und dann ist hier dieser Keimling drin, das Grüne. Das Ja. entferne ich auch raus. Das ist meistens einfach, hat es einen sehr intensiven Knoblauchgeruch.
und Geschmack. Und deswegen machen wir das raus. Und jetzt habe ich meine Knoblauchzehe schon so gut wie komplett kleingepresst, eigentlich mit nur einem Handgriff. Ja. Und jetzt hacke ich hier einfach nochmal ein bisschen drüber und den Rest macht dann der Stabmixer. Also das kannst du jetzt einfach mit deiner Knoblauchpresse den Knoblauch in den Mixbecher zu den Kichererbsen reinpressen. Und da sehen wir schon, da haben wir schon den größten Teil eigentlich von unserem Hummus erledigt. Das ist wirklich ein super schnelles Gericht. Dann wird die Zitrone gepresst. Falls du eine Zitronenpresse hast, kannst du die benutzen. Ist natürlich immer ganz praktisch. Trotzdem möchte ich dir noch einen kleinen Trick verraten, wie es noch ein bisschen schneller geht, ohne dass du auch die Knoblauchpresse später noch spülen musst. Also ich kenne es immer so, je weniger ich spülen muss, umso lieber das Gericht. Deswegen, ich nehme einfach eine Gabel und drücke die hier mal in meine Zitrone rein und dann presse ich mir hier einfach ein bisschen Zitronensaft hier rein. Und dann habe ich das auch so geschickt. Hast du nur eine Gabel schmutzig gemacht und musst nicht die Zitronenpresse säubern. Dann kommen wir mal zu unserem Tahini. Da muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Sesam ist ja sehr ölhaltig. Also das sollte mal ordentlich geschüttelt werden, bevor man das wirklich verwendet. Dass man nicht nur das Öl nimmt. Und dann machen wir da gerade 2 Esslöffel dran. Auch hier ist immer ein bisschen optional. Manche Leute haben richtig Bock drauf. Da kann man auch ein bisschen mehr machen. Und auch das wird nicht gemixt, muss nicht gemixt werden unbedingt. Das heißt, da kannst du nachher immer noch ein bisschen was mit dazu machen. Und es ist auch ein Teil meiner Philosophie. Kochen muss immer Spaß machen. Es muss dir schmecken. Das heißt, wenn du jetzt ein Rezept hast, wo du sagst, hey, okay, das habe ich jetzt alles gemacht, aber hey, da fehlt noch ein bisschen Salz. Die Produkte sind ja auch immer wieder ein bisschen unterschiedlich. Dann mach das, ja. Also Kochen ist immer auch Gefühlssache, deswegen, und Herzenssache, also immer so machen, wie es schmeckt. Ja. Ja, dann kommt noch Salz mit dazu, halber Teelöffel etwa. Ja, die Angabe ist prima, weil unter einer Prise, das kann ich nie ganz abschätzen. Ja, das Problem ist, bei manchen Gerichten braucht es keinen halben Teelöffel, auch kein Viertel, sondern also die Köche machen immer mehr Salz als die Menschen, normalen Menschen. Ja, als die machen wir, machen, sind nie zu geizig mit Salz. Ja, und dann können wir Kreuzkümmel mit dazu machen. Okay. Und Olivenöl dann. Jawohl. Da mache ich jetzt auf das Rezept, also da kommt ordentlich Olivenöl, also 4 Esslöffel. Und dann sollte das eigentlich recht flüssig sein, auch durch den Zitronensaft sieht man hier eine tolle Verbindung, eine tolle Kombination. Das riecht jetzt schon schön. Also ich rühre das jetzt einfach von Hand einmal schon ein bisschen durch. Mixen. Ich mache meinen Ton aus bei mir kurz. Stabmixer und wirklich schauen, dass das eine sehr, sehr fein pürierte Masse gibt. Alles klar. Ich werde es tatsächlich tun. Kleines bisschen Wasser dran. Bin gleich fertig. Gerade einen Moment noch. Ja. Das Tolle an den Online-Kochkursen ist ja auch, dass man das tatsächlich, dass du alles selber zu Hause machen musst, dass du wirklich jeden Handgriff übernimmst. Also ist der Lernfaktor doch enorm hoch. Ja, das stimmt. Also das habe ich jetzt auch gerade gedacht. Du musst genau aufpassen, also wie du auch gesagt hast, am Anfang erst mal zuschauen, bevor man es gleichzeitig mitmacht. Und dann schau dir dabei nicht die ganze Zeit in die Kamera. Ja. Schmeckt wunderbar. Ja. Wenn noch ein bisschen Salz fehlt, ein bisschen Salz dran oder Zitronensaft. Ja, ich finde Kichererbsen werden ja immer ohne Salz gegart, weil die sonst so lange brauchen. Und deswegen darf man ruhig bei Hummus, also auch bei allen Hülsenfrüchten eigentlich im Nachhinein auch ordentlich Salz dran machen. Okay. Ja, dann habe ich jetzt hier einen Teller vorbereitet. Einfach, wo ich das jetzt serviere, da zeige ich mal, wie ich das mache.
Ja, beim Hummus ist immer ganz schön, wenn man das in eine Schale oder auf den Teller macht. Da kann man ruhig tatsächlich erstmal alles rauskratzen und so in die Mitte vom Teller geben und dann das so ein bisschen schön verstreichen. Und dann mache ich hier so eine Kuhle, so Okay. eine kleine. Und da kommt jetzt nochmal Olivenöl dazu. Denn das passt jetzt super gut, wenn du das dann mit frischem Brot dann einfach isst. Einfach Olivenöl rein und ein bisschen Paprika oder Chili-Pulver oben drüber. Und dann nochmal ein paar von den Kichererbsen so oben drüber streuen. Das sieht dann einfach nett aus. Ja, wow. Und wer jetzt noch frische Kräuter hat, kann das einfach noch drüber machen. Und so sieht es dann hier mein fertiges Hummus aus. Und ich glaube, ich probiere das jetzt erstmal. Hast du es auch schon angerichtet? Nee, du bist jetzt gerade noch Ich dabei. bin jetzt gerade dabei, genau. Noch ein paar Petersilienblättchen übrig. Da, die lege ich einfach noch drauf. Schau mal hier. Ich habe eine Schale Ah, gemacht. super. Sehr schön. Ich bin stolz Ja, auf mich. toll. Ja, vielen, Ja, vielen dann müssen wir Dank. jetzt erstmal noch probieren, oder? Jawohl, machen wir. Gerade mit dem Olivenöl, mit dem danach finde ich es echt schön. Echt super.